Juhu? Ja. Hi. Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 4 Paranormales. Rechte Weite. Dann ist das dein Bett. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich dabei, hier irgendwie. Oh, alle Lichter an. Das ist ja fürchterlich. Einschalten alle Lichter. Irgendwie den, wir können eine Gabe bringen. Oh nein, das wäre wütend. Ich bin auf jeden Fall dabei. Irgendwie. Gut, wartet. Den Tag- und Nachtrhythmus unserer beiden umzustellen, sodass wir nachts wach sein können und tagsüber schlafen. So. Satz zu Ende gebracht, die Bronnen. Oh, guck mal, wollte uns der Vampir besuchen. Ja, hier lebst du gefährlich. Wow. Oh, gefährlich. Zündet ihn ruhig an. Er ist ein Vampir. Haben wir denn irgendetwas in unserem Inventar, was man den Geistern als Gabe bringen könnte? Ein Buch. Wow. Du hast Fische, ne? Guck mal, gib mir mal deine Zitronen und deine Blumen. Wir können ja einfach mal gucken. Hat sie denn das richtige Level? Nein, hat sie nicht. Ach, Geister mögen nur Dinge, die liebevoll per Hand gefertigt wurden. Dann kannst du da mit den Dahingeschiedenen kommunizieren. Also brauchen wir Sachen, die von Hand gemacht wurden. Das ist gut zu wissen. Wir schalten nochmal ein, alle Lichter. Mich macht das wahnsinnig. Und dich können wir ausschalten. Dann brauchen wir auf jeden Fall Sachen, die ihr per Hand fertigen könnt. Wollen wir klischeehaft wieder auf den Strickeimer zugreifen? Ja, das war's. Spiel? Ach, hier habe ich noch gar nicht aufgedrückt. Ja, aber das ist auch alles Batu, 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 Batu. So. Wäre das was? Hobbys und Fähigkeiten, ne? Ja, sieht doch gut aus. Wir können einmal stricken für sie und dann brauchen wir was Liebevolles für die Hand. Machen wir Blumenbinden. Was machen wir denn für ihn? Kerzenherstellung. Dann brauchen wir auch Recycle-Gerät. Das möchte ich auch nicht. Schreinertisch. Sprudler. Schreinertisch da. Ups. Kommt gegen die Klischees. Du bekommst das Strickpaket im Inventar platzieren und du darfst schreinern. Automatisch einschalten alle Lichter. Das macht mich wahnsinnig. Hört auf damit. Und du musst Stufe 2 erreichen. Unbedingt. So. Ist denn GUI 3 jede Nacht da? Da müssen wir ihn rufen. Und sind die Geister außen? Nur außen, ne? Oh, ein Auto. Fahren hier schon immer Autos lang? Mütze stricken. Da ist GUI 3. Und jetzt ist er auch gar nicht. Hallo, stricken. Aufribbeln. Fortsetzen geht eh nicht. Du bist immer ein bisschen verbuggt. Level 2. Woo! Und dann darfst du richtig stricken. Und zwar die grüne Bärenmütze. Hier sie schon mal Stufe 2. Dann lassen wir sie nochmal hier die drei, vier Dinger machen. Und dann darfst du auch einen Messerblock herstellen. Und das ist echt ein wunderschönes Zimmer. Sein Aushören, um mit unserem Strom rumzuspielen. Man darf nicht mit Strom rumspielen. Das flackernde Licht war nur ein Test. Nächstes Mal wirst du rechtzeitig gewarnt. Verängstigt. Ich mag die Farbe. Oh, wir sind hungrig. Silni. Haben wir noch was zu essen? Rutzelt der eigentlich? Ist der kaputt? Verbessern. Kann man die auch irgendwie. Nein. Kann man nicht. Reste nehmen. Ob man sie Geister machen, sicher machen kann, war meine Frage. Oh, Holiday für Saka. Strickfähigkeit erworben. Perfekt.
Harnab, jetzt ist er auch nicht mehr kokett, der liebe Gui 3. Oder wie man ihn ausspricht. Palingo. Ach, es passt alles so schön zusammen. Tiny Homes mit dem Stricken. Mit dem Eco-Life, nachhaltig leben da. Und ach, ich finde irgendwie, es passt mal. Es greift alles so schön ineinander. Und hier hat es auch so diesen Vibe. Und ach. Gefällt mir sehr gut, die Richtung. Nicht in dieses Zurück in die Zukunft-Ding, was es bei Sims 3 und so gab. Diesen futuristischen Sachen. Das wäre wahrscheinlich auch witzig, ne? Wenn es in Sims. Ich habe Sims, oh, ich hab Sims 3, dieses Zukunft-Ding, auch nicht gespielt. Da konnte man doch in eine ganz andere Welt reisen, ne? Irgendwas war da doch. So, du hast eine Mütze gestrickt. Toll. Ganze Nacht wach. Ja, das ist auch eine Errungenschaft, die lügt. Oh nein, was ist das? Was soll das? Was hast du da getan? Konnte ich vorstellen. Oh, wir kennen uns noch gar nicht. Aber eigentlich wollte ich den Geistern was da bringen. Da ist einer. Ich habe eine Gabe für dich. Hallo, guck mal hier, eine Bärenmütze. Ach, ich hätte auch einfach mein Eis bringen können. Toll. Danke für nichts, Spiel. Oh, eine Pfütze. Ups. An den komme ich eh nicht ran, an den Geist. So, genug vorgestellt. Schon 5 Uhr morgens. Vielleicht solltest du hingehen, deine Gabe bringen. Bevor die Nacht vorbei ist. Müssen wir nämlich schlafen und dann weiter an euren Lebenszielen arbeiten. Warte, stopp! Nicht so schnell. Gabe bringen. Gabe da bringen. Mal gucken. Lukas, bist du mutig? Stopp. Spiel. Stopp. So. Wer weiß, vielleicht brauche ich das nachher. Thumbnail. Wartespiel. Warte. Ah, der ist so süß, der Geist. Oh, hallo Geist, möchtest du ein Geschenk? Und? 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 War das gut? War das schlecht? Unwohl. Du kannst auch was essen. Reste nehmen. Reste nehmen. Ach, guck mal, du kannst hier irgendwas fortsetzen. Weiße Torte, nee, aufräumen. Wir wollen keine Torte, wir wollen die Reste nehmen. Jetzt ist er wieder kokett. Und ihr geht's nicht so gut. Sie hat sich bestimmt den Finger gesäbelt, ja. Und dann darfst du gerne Bibi machen gehen. Verwenden. Und jetzt müssen wir einen Tag überstehen. Was wünschst du dir denn? 2 Stunden lang konzentriert Videospiele spielen. Und dann Elektrogeräte im Wert von 3000 Simoleons besitzen. Und du möchtest 3 Frösche, Fossilien und. Okay. Guck mal, dann kann ich dir den einen schon mal erfüllen. Zählen Lampen als Elektrogerät? Ich weiß es nicht. Guck mal, wir kaufen uns hier gleich einen besseren Fernseher. Wahrscheinlich. Mal gucken. Damit unser Spaß noch ein bisschen besser wird. Ja, guckt euch das an. So. Tschakka. Der Fernseher kostet schon 3500. Weil wir das Geld haben. Ach, eine verstorbene Verwandte hat uns das Geld vererbt. Ich habe nur keine Lust gehabt, das wieder wegzumachen. Das ist meine Schuld. Hallo, du bist an meinem Computer. Nach Jenseits fragen. Alles aufräumen, aber ich lasse mich das aufräumen. Lass mich das aufräumen. Nein, ich räume das auf. Psst. Leg, stell's hin. Stell es hin. Ich räume das auf. Nicht du. Lass es doch stehen, Lukas. Ja, dann nimm's doch mit. Mir doch egal. Schlafen. So. Können einmal jetzt ein Niki machen und dann vom, bevor es Nacht wird, oder? Ausgeschlafen. Wir
Machen zweimal mit der Hingeschiedenen kommunizieren. Dann müssen wir was kochen für uns alle kochen. Ja. War die Größe, wir haben nämlich Hunger. Und du kannst auch mal aufstehen. Skulptur herstellen, einen Messerblock. Welcher Tee macht inspiriert? Dampfend, fließend, gesunder, gewürzter. Oh, das ist neu, oder? Also Earl Grey, schwarzer Tee. Oh, lecker. Also, oh, ich weiß es nicht. Ich kann mir das absolut nicht merken. Ich habe gerade einen schwarzen Tee. Aber ich glaube nicht, dass das bei denen auch die Wirkung hat. Aber man kann jetzt zum Glück googeln. Sims 4, Tee und Stimmung oder Emotion. Sorten und Wirkungen. Das klingt gut. Oh! Oh! Was hat da geknallt? Okay. Warum klingeln wir? Wir klingeln, warum? Achso. Mein Ziel ist kaputt. Nee, ich möchte nicht mit dir auf die Geek kommen. Die Teesorten. Schwarz, bla bla bla. So. Was suchen wir? Konzentriert. Schwarzer Tee. Oh, aber nicht gut. Das wusste ich. Natürlich. Dann kochst du dir den schwarzen Tee. Dann wirst du nämlich konzentriert. Schwarzer Tee. Eigentlich kostet es auch nicht 15 Simoleons, einen schwarzen, eine Kanne schwarzer Tee zu kochen. Ich liebe schwarzen Tee. Schön auf dem Stöfchen, schön schwimmenden Tee. Nicht eingefangen, so ein Teebeutel. Blütchen kann dich rein. Aber ohne Sahne. Oder Kondensmilch. Auf jeden Fall das eine. Naja. Mach mal leckeres Essen. Und du machst gleich mal einen leckeren Tee. Schrupp, 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 schrupp. Supi. Jetzt haben wir nochmal was Handhergestelltes. Lukas jetzt halt nicht. Ach, ich finde das süß. Das passt so gut. Also ich weiß, es ist das sehr, also ne, es gehört so schön zusammen, aber ich finde das süß mit dem Holz darunter und so. Wir haben jetzt ganz authentisch, müsste man wahrscheinlich hier so ein bisschen Holz lagern oder so, aber. Trink. Trink. Kind. Trink, Kind. Macht sie. Sehr gut. Lukas hat schon Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Dann gibt es jetzt Essen. Ein Gericht nehmen und dabei bitte den schwarzen Tee trinken. Kannst du das, ja, ich meine Liebste? Schaffst du das, beides gleichzeitig, essen und trinken? Ist das zu viel für dich? Oder geht es nicht, weil das Brot da auf dem Brot des Todes, das da auf dem Tisch steht? Okay, Reparatur, es gibt's, ach, wir können den Ruhm ausschalten, oder? Vom Herzen kommendes Kompliment machen. Witzig, witzig, schwitzigen Witz erzählen. Vegetarismus. Er ist auch schon Vegetarier. Brauchen wir ja eigentlich auch nicht, aber naja. Tratschen. Und wenn sie dann gleich konzentriert ist, wenn der Tee einsetzt. Los, sehr konzentriert, Kind. Können wir ihn auch? Wir können ihn auch konzentriert werden lassen. Wir haben ja den Tee. Tränk holen. Du bist leer zum Glück, Eismaschine. Dieses Haus ist so dunkel. Warum ist es hier so dunkel? Angenehmes Gespräch, ungewohnt. Achso, wegen deinem Finger. Ja, tut mir leid, wegen deines Fingers. Eigentlich müsstest du jetzt voll konzentriert werden da. Perfekt. Jetzt brauchst du das Brötchen auch nicht mehr. Jetzt können wir Spiele spielen. 2 Stunden lang. Spiele spielen. Sportspaß. Spiel Sportspaß. So. Ein Tee für dich. Flups. Flups. Und wenn du konzentriert bist, mein Lieber, dann kannst du noch mal hier eine Seance machen. So eine. Das da. Und dann kannst du stricken, ne? Du brauchst ja auch noch was. Schmütze stricken geht nicht. Achso. Weil du da gerade beschäftigt bist.
Sehr langweilig. So. Fehlt noch einer, perfekt. Nee, wir wollen nicht zu den Piepeln. Das war ein gutes Geräusch. Ausschalten. Jetzt keine geistersicheren Lampen. Kann man die nicht irgendwie upgraden? Kann man da nicht irgendwas machen? So, Lukas. Einmal bitte stricken. Die weiße Chica-Mütze. Gespenstischer Smalltalk. Er ist ganz angetan davon. Genesee. Stricken. Aufrippeln. Mütze stricken. Dann wieder die grüne. Das ist mir eigentlich völlig Latte. Erwachsen werden. Level 3 der Technik-Guru-Karriere erreicht. Nein, warum müssen wir denn da den Technik-Guru erreichen? Videospiele der App programmieren, das ist überhaupt kein Problem, aber ich möchte kein Technikguru sein. Ja, spiel du mal dein Sch Sportspiel. Ein blödes. Ach, müssen wir ein neues Bestreben wählen? Mann, ey. Sollen wir denn dann nehmen? Zaubertrank ist alles doof. Ich sollte ein Computerfreak sein. Hier. Nein. 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 Die muss dann nämlich auch in der Koch-Gastronomie-Karriere erreichen. Finde ich doof, 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 doof. Dann nehmen wir vielleicht Vermögen. Und dann Nerdhörn. Raketenwissenschaftlerin. Wir brauchen keine. Ich möchte keine Rakete. Bleibt ja nur Vermögen, oder? Ah, komm. Herrlich reich oder Herrenhaus? 30 Fenster, 20 Säulen. Das ist ja auch richtig ausschlaggebend. Komm, nehmen wir herrlich reich. 10.000 Erspartes. Und ich weiß auch schon, wie sie was verdienen kann. Und zwar mit das da. Plug-in programmieren. Und mit dir können. Ach, es wird schon wieder dunkel. Warum wird es denn schon wieder dunkel? Uiuiuiuiuiuiui. Wenn wir GUI 3 auch. Dann hör auf zu spielen, brauchen wir eh nicht mehr. Pff. Wo haben wir denn 5.000 verdient? Ja, auf jeden Fall Spiel. Quatsch. Fresh. Du strickst, ne? Medium da. Oh, wir sind fast Stufe 3. Und du musst das auch unbedingt noch ein bisschen machen. Zwei, dreimal. Eins und zwei. Und drei. Sehr gut. Kommen wir auf jeden Fall gut voran. Dann würde ich aber sagen, dass neue Nacht, neue Folge. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play die Sims 4 in unserem Spukhaus. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss.